Im Internet kann man bekanntlich sein, wer man möchte. Ob das immer von Vorteil ist, könnte man vor allem in Estefanias Fall anzweifeln. Denn die 21-Jährige wurde mehrfach in Werbeanzeigen erwähnt. Nicht nur das. Auch alte Fotos wurden von den Werbetreibenden genutzt. Das beworbene Produkt, Pillen, mit denen man schneller abnehmen könne. Ich habe sehr, wirklich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen, denn es gibt eine Firma, die meint, mit mir zu werben und meint zu behaupten, dass ich durch ihre Kapseln abgenommen hätte, begann die Tochter von Silvia Wolny, 58, aufgebracht zu erklären. Das stimmt nicht, machte sie mehr als deutlich. Ihre Fans warnte sie daher vor der Betrugsmasche, keiner solle auf diese Kapseln hereinfallen, bat sie. Bis vor wenigen Monaten hatte die Sängerin noch mit starkem Übergewicht zu kämpfen. Doch den Pfunden sagte sie den Kampf an und fühlt sich seit einiger Zeit pudelwohl in ihrem erschlankten Körper. Im Frühjahr 2021 präsentierte sie erstmals den für sich großen Erfolg der Öffentlichkeit. Angeblich hätten ihr Fans mitgeteilt, dass die Pillen nicht nur in privaten Postfächern beworben würden, sondern auch als gesponserte Werbung zwischen den Stories bei Instagram auftauchen. Ich habe diese Kapseln nicht benutzt, stellte sie klar. Sie habe durch die richtige Ernährung, Sport und eine reduzierte Kalorienzufuhr Kilos verloren. Bitte meldet diese Seite. Das sind Betrüger, flehte sie ihre rund 473.000 Follower an. Ein kurz darauf geteilter Screenshot zeigte tatsächlich das Gesicht der 21-Jährigen. Zudem wurde ein Vorher-Nachher-Effekt angewandt, Fans bekamen die alte Estefania sowie die Erschlankte zu sehen. Die Werbeanzeige schien in verschiedenen Varianten und mit verschiedenen Bildern im Netz gelandet zu sein. Um so viele Fans wie möglich zu warnen, teilte Estefania ein Video, in dem sie erklärte, wie man gefälschte Anzeigen melden könne. The best of 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 the best of